Einen wunderschönen guten Tag zusammen und willkommen zurück bei 7 Days to Die. Ihr seht schon, der Mond ist rot. Ich wurde in den Kommentaren ja darüber unterrichtet, dass dieser Mond sich nur blutrot verfärbt, wenn eine Horde da ist. Ich glaube, vor zwei Folgen hatte ich mal erwähnt, dass ich hier 100 FPS habe. Ich bin runter auf 20. Da unten ist die Mega-Party schlechthin. Tschüss. Ich warte darauf, dass der Tag jetzt anbricht. Ich hatte eben schon versucht, hier mit Scheiben einschießen, die Horde ein bisschen wegzulocken, dass etwas attraktiver ist als hier mein jetziges Gebäude. Wie ihr hört, mit mäßigem Erfolg. Vielleicht kann ich was sehen. Ich sehe mein Bike. Das ist schon mal ein Anfang. Bei meinem Glück falle ich hier gleich runter. Jo. Feral-Zombie. Sweet. Ich glaube, spätestens wenn wir gleich da unten sind, muss ich auf die Magnum umswitchen. Vermute ich. Kann jetzt bitte endlich mal der Tag anfangen. Ich bin nicht wirklich scharf, da jetzt runter zu gehen. Das kann ich euch so schon sagen. Aber ich muss hier irgendwie aus der Hütte raus. Alter Schwede, droppen hier die Frames. Huch. Wir sind ja schon drin. Das ist ja nett. Kommst du jetzt mal her? Alter Verwalter! Bist du geistig umnachtet oder was ist los mit dir? Okay. Es nützt ja nichts. Wir müssen es wagen. Holy moly! Aber den Feral nehme ich trotzdem mit. Oh, dich auch. Oh oh. Nein! Dass die scheiß Magnum auch immer so lange nachladen muss. Okay. Hey, hey. Ich blute. Also bevor wir hier in irgendeiner Art und Weise weitermachen. Weg von meinem Bike, Kollege. Das sehe ich ja jetzt gar nicht gerne. Das sieht schmerzhaft aus. Tut's weh, Kollege. Ich frage lieber mal nach, weil irgendwie sorge ich mich ja auch um meine Spielgefährten hier. Kollege! Hallo? Hallo, uncool. Ich hole meine Zielkünste wieder. Heilige Scheiße, hier ein Verbrannter. Ach, wisst ihr was, wir hauen ab. Das hat hier doch keinen Sinn. Wir wollten eine Apotheke suchen. Ja. Ups. Hier haben wir ein Kino. Das ist, glaube ich, ein Bücherstübchen. Ja, das ist ein Bücherstübchen. Ein Bücherstübchen möchte ich nicht. Obwohl, doch. Ich möchte mal gucken, ob ich noch irgendwas finde, was ich noch nicht habe. Ist hier schon der Loot? Ja. Geht doch klar. Aber auch nur zum Teil, wo ich die Sachen noch nicht rausgenommen hatte damals. Wie man sieht. Was jetzt aber gar nicht so tragisch ist. Weil dann weiß ich wenigstens, ob es sich lohnt oder nicht. Okay. Ich scheine beim letzten Mal eine ganze Menge hier gelassen zu haben. Ich glaube, das war sogar der Born Noble, wo ich hier so die Mega-Loot-Tour hatte. Bin mir aber gerade ehrlich gesagt nicht sicher.
Okay, nützt aber alles nichts. Ich will eine Apotheke haben. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, hier irgendeine Kleinigkeit zu finden, wo ich sage, okay, kann man mal mitnehmen. Weil haben wir noch nicht. Okay, ich fahre mal wieder komplett falsch. Mein Bike kaputt und so weiter und so fort. Aber den Working Stiff Tool nehmen wir nochmal mit. Ich habe mir sogar schon ausgemalt, sollten wir hier erst in diesem Moment jetzt keine Apotheke finden, werden wir eine Stadt weiterfahren. Da ist ein relativ guter Weg rüber. Ich will ja nur Tools haben, die auch wirklich... Guck mal, die nehme ich mit. Die kann ich ganz gut gebrauchen. Die nehme ich dann parallel dazu auch mit. Da habe ich jetzt keinen Bock, den aufzubrechen. In erster Linie nehme ich jetzt hier nur die Sachen mit, die ich zum Bauen sowieso gebrauchen kann. Der Rest ist mir erstmal relativ egal. Nein, eigentlich sollte nur ein relativ da sein, aber das egal passt dir jetzt eigentlich. Da sehe ich was, da sehe ich was. Das könnte ein Verbrannter sein. Okay, das ist ein Lebensmittelladen. Nicht ganz, was ich gesucht habe. Schwester. Bienchen. Halt still, du blöde Drecksau. Wo? Holla, die Waldfee. Ich wurde gerade in den Kommentaren, ich weiß gar nicht, zu welcher Folge das jetzt war, wurde ich darüber unterrichtet, dass jemand seine alte Karte mal, ich glaube Ratzfatz war das, der das eben geschrieben hatte, er hat seine alte Karte gelöscht, hat eine neue angefangen und naja, ist spontan gleich dazu übergegangen, erstmal Beaker zu finden und Eisenpfeilspitze und hast du nicht gesehen. Hat da jemand mein Lootglück abbekommen? Finde ich ja ziemlich schamlos jetzt gerade, ne? Okay, wo ist die Map? Da ist die Map. Das scheinen hier alles normale, zerstörte Gebäude zu sein. So, wir würden jetzt hier den Weg entlang krauchen und hier in die nächste Stadt schon gleich kommen. Und würden mal hier so rumgucken. Irgendeins davon war eine Apotheke, deswegen fahren wir da jetzt hin. Ich will mein Beaker. Ich bin so frustriert. Ich habe eigentlich jetzt über die gesamte Tour verteilt. Ja gut, ich habe einige Sachen jetzt gefunden, die man wirklich mitnehmen kann. Aber im Großen und Ganzen muss ich ja leider eingestehen, war diese Tour bisher eine einzige Munitionsverschwendung. Das klingt jetzt hart, das klingt auch traurig. Das ist aber so. Ich lasse jetzt auch die ganzen Rucksäcke hier auf dem Boden sein, weil, ne. Ich will nur die Apotheke und dann auch wieder nach Hause, weil ich will bauen. Und bei meinem Glück habe ich jetzt so viele Folgen im Voraus aufgenommen, dass dann sowieso die Alpha 13 da ist. Und wir wieder neu anfangen dürfen. Yippie-yay-yay. Ich fahre jetzt die Straße einfach nur rauf und runter in der Hoffnung, eine Apotheke zu finden. Und wenn hier nicht gerade jetzt mal irgendwo ein Feral-Zombie auftaucht, den ich umnatzen kann, um vielleicht einen guten Loot zu bekommen, halte ich nur für die Point of Interest hier an. Sprich, für sowas würde ich anhalten, aber nicht jetzt. Da ist ein Working Stiff.
klang es ein bisschen merkwürdig. Ich vermute mal, da hat sich jetzt gerade die Tonspur von der netten Dame mit dem des Minibikes hier überschlagen. Sie klang auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ja, ist ja gut. Du brennst. Oh. Tja, 3 Meter Einfahrt und... Ich fahr dagegen. Ich bin... Was? Hallo? Hoffentlich hat jetzt die Aufnahme nicht gestockt, beziehungsweise eine zweite Datei aufgemacht. Ansonsten muss ich die zusammenschnippeln. Irgendwie bin ich gerade rausgetappt. Das ist auch nur wieder ein blöder kleiner Laden für Büch. Also irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich werde andauernd aus dem Spiel gekegelt und ich weiß nicht warum. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass DXStory jetzt jedes Mal eine neue Datei aufmacht, sodass ich hier zusammencutten muss. Okay, diese Stadt scheint auch keine Apotheke zu haben. Dann fahren wir hier hoch und da in die nächste Stadt. Puh. Ist ja nicht so, dass wir jetzt ein klein bisschen Zeitdruck oder so hätten. Palim Palim. Den holen wir uns. Auch wenn wir dafür jetzt die Loot-Tour in dem Sinne abbrechen, aber die würden wir dann beim nächsten Mal fortsetzen. Und da oben backt schon wieder irgendwas rum. Ah ne, da ist nur zu spät aufgetaucht. Sobald wir da an der Crate sind, muss ich auch einmal nachtanken. Oh oh. Das ist auch ein ziemliches Flummi-Bike. Und wie das ein Flummi-Bike ist. Kriege ich davon eigentlich auch jedes Mal Schaden? Hat das hier überhaupt eine Schadensanzeige, das Ding? Ich weiß es nicht. Wäre ja ziemlich unschön, jedes Mal mit so einem Geländesturz hier, nennen wir es mal so, Schaden am Bike entstehen. Ja gut, es ist kein Geländebike, also in dem Sinne auch gar nicht so unlogisch. Wow. Das sah jetzt ziemlich freakig aus. Jeha! So, hoffentlich hat sich die Strecke, dieser Mega-Umweg jetzt auch gelohnt. Schauen wir mal. Ich sage nö. Für einen Sniper-Receiver. Ernsthaft? Ja, wir haben... Nein, nein, das haben wir jetzt nicht gemacht. Doch, wir haben es gemacht. Wir haben kilometerlangen Umweg in Kauf genommen für einen Sniper-Receiver. Ja, da kann auch dein Gegrunze mich nicht aufheitern. Noch eine kleine Idee, die mir gekommen ist. Modifizierte Minibikes. Da wäre ich doch glatt wieder mit einem Riesenhopser runtergefallen. Modifiziert insofern Kettensäge vorne dran. Da so. So ein Sägeblatt. Allgemein, dass man das Minibike hier noch ein bisschen abändern kann. Das würde ich recht interessant finden. Das nützt aber nichts. Zack, 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 zack. Haut ab, Mann. Okay, vielleicht wird das wieder eine etwas längere Folge. Vielleicht auch nicht. Das muss ich jetzt gleich mal gucken. Weiß ich noch nicht. Aber ich will auf jeden Fall schon mal in die nächste Stadt. Aus dem ganz einfachen Grund würde ich nämlich jetzt... What the fuck? Haben wir jetzt echt über einen Kilometer... Oh. Nicht ernsthaft, oder?
Das kann doch nicht wahr sein. Ich bleib jetzt auf der Straße. Der Hase klang auch ziemlich merkwürdig. Ich glaube aber, das liegt wirklich daran, dass wir hier auf den Minibike sitzen und sich die Tonspuren überlagern. So, das wollte ich sagen. Hau, ich habe gesprochen. So, wir müssen aber uns da halten und dann... Oh, habe ich ja ehrlich gesagt jetzt... Ärgert mich. Ärgert mich dieser kleine, aber feine, dezente Umweg. Du siehst scheiße aus, du bleibst da. Da, da, da. Ta, ta, ta. Es kann auch sein, dass ich mich jetzt wirklich total krass täusche und wir überhaupt noch keine Apotheke in irgendeiner Stadt hatten. Ich bin aber der Überzeugung, wir hatten schon mal eine. Aber eine Kleinigkeit könnten die Funpimps doch extra einführen. Oder was heißt extra? Das wäre eine schöne Sache. Dass man auf der Karte kleine Notizen hinterlassen könnte. Ich meine, seien wir jetzt mal ehrlich. Wenn ich in so einer Situation wäre und ich hätte eine Karte und ich könnte nachgucken und ich hätte dann sowas wie jetzt in diesem Fall 5 große Städte und ich würde die Städte nicht kennen, ich würde mir doch sicherlich auch irgendwie markieren wollen. Auf dieser Karte, wo was ist. Abgesehen davon, ja, natürlich, klar, wäre ich wirklich in der Situation, würde nicht nach einer Woche wie aus Geisterhand der Loot wieder auftauchen. Aber es wird hundertprozentig auch doch Gegenden geben, wo ich dann mal vorbeikomme und nicht die Möglichkeit habe, gerade was mitzunehmen oder was dann für später interessant ist oder whatever. Also so kleine Notizen auf der Map wären doch wirklich cool. So kleine Marker. Das müsste ja jetzt nicht mal zwingend irgendwas zum Reinschreiben oder so sein, aber so kleine... Ja, so kleine Pins halt, die man da mit unterschiedlichen Färbungen reinstecken kann oder, was weiß ich, Reißzwecken, keine Ahnung. Kugelschreiber gefunden und einfach eingekreist, oder? Ihr wisst, was ich meine. Da, 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 da. Schwerter könnte man auch noch einfügen. Einfach so. Beim Vorbeifahren. Zack, Kopf ab. Das hat gesessen. Der war gut. Nehme ich auch alles mal gleich spontan mit. Der Schuss war gut, der Loot nicht so. Sei es drum. Ich will meine Apotheke. Ist ja nicht so, dass ich jetzt quengelig werde. Ich will. Uah. Gehen wir aus der Sonne. Oh, guck mal. Hoch raus. Nein, wir gehen da nicht rein. Tankstelle. Ich könnte ja mal gucken. Da ich ja ganz gut nachgetankt habe hier jetzt in diesem Moment, kann ich die beiden ja auch nochmal mitnehmen. Oder? Macht Sinn. Du könntest eine Futterquelle sein. Du warst auch im Bücherladen. Mann, wir haben doch eine Apotheke hier schon mal gehabt. Das kann doch echt nicht wahr sein. Oder täusche ich mich? Sagt mir mal Bescheid, wenn ihr es besser wisst. Wir haben doch mal in irgendeiner Stadt eine Apotheke gehabt. Alternativ fahre ich natürlich jede Stadt ab. Tata, tata. Ja.
Aber es ist wesentlich entspannter mit dem Minibike. Also das... Ich habe mich zwar anfangs gegen das Ding gesträubt, weil ich es nicht so pralle fand, aber... Doch, es ist wesentlich angenehmer. Mal gucken. Wäre nur noch da unten eventuell ein verstecktes Gebäude. Aber es kann ja nicht sein. Na gut, es kann sein, dass es da vielleicht eine Apotheke gibt. Aber es geht ja darum, einen Ort, den ich schon mal so hatte. Das ist es ja. Ich habe mich ganz fett getäuscht. Aber sowas von. Okay, diese Stadt war auch nicht wirklich erfolgsversprechend. Die nächste wäre... Uff, da unten waren wir schon. Aber wir hatten doch eine Apotheke. Oder bin ich jetzt hier wirklich 20.000 Mal dran vorbeigefahren? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin frustriert. Nee. Gut. Wir fahren aus der Stadt raus. Denke ich mal, ja, machen wir. Nee, tun wir nicht. Was wir gerade tun, ist Benzin verschleudern, weil ich mir nicht sicher bin, was ich denn machen möchte. Du bist ein normaler Moppel, ne? Hm! Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ihr habt dich zu spät gesehen, verdammte Axt. Verschwinde. Okay, ich werde die Folge hier beenden. So, komplett im Freien und so, und hast du nicht gesehen. Und in der nächsten Folge gucken wir hier nochmal in den Working Stiff rein und fahren dann sonst wirklich nach Hause. Das hat keinen Sinn. Dann muss ich mal gucken, wie wir das Ganze denn finden, was wir finden wollen. Und ja, ich habe... Ah, ich erinnere mich an meine Aktion hier. Da kann ich nämlich auch den ganzen Scheiß hier wieder mitnehmen. Ach komm, wir looten hier eben, was soll das? Nehme ich mit. Nehme ich auch mit. Kann nicht schaden. Was heißt denn hier, kann nicht schaden? Bist du Jack? Ist doch gut. Ist doch geiles Zeug. Ich weiß gar nicht, was du hast. Komm mal her. Nehmen wir auch gleich mit. Packen wir da auch mal rein. Scheißegal. Nein. 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 Ja und nein. So, das ist leer. Fiese Spikes. Nee. Ich krieg hier echt nur noch wieder Scheiß ab. Aber hier haben wir noch eine. Gleich mit 4. Muchas gracias. Kann man hier nicht mal hochkrabbeln? Kann ich von drin da irgendwie hochkrabbeln? Drüben sehe ich aber eine Leiter. Okay, sei es drum. Ich werde die Aufnahme jetzt hier beenden. Wird eben noch schnell die Dings abwarten, die Nacht. Dass ich nicht beim nächsten Mal, wenn wir dann hier starten, schon gleich überrumpelt werde. Zeit gucke ich hier nochmal ein bisschen die Schränke durch und erfreue mich, nichts zu finden. Hey, das könnte man mitnehmen. Das nehmen wir mit. Ah, das kann hier bleiben. Das ist shit egal. Ne? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.
Und bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.